ab geht's nach Macau. Hongkong, Macau. Wir haben $171 bezahlt fürs Ticket. Der Flieger geht in 10 Minuten. der Ferry. Man geht jetzt schon hier durch die Passkontrolle und wechselt halt das Land mit dem Boot. Man kann auch mit dem Helikopter, das kostet $4,300 Hongkong-Dollar. Und jetzt könnt ihr wieder ausrechnen. Könnt ihr wieder ausrechnen. Schreibt es in die Kommentare und dann gebe ich euch das aus. Welcome to Macau. Ich glaube, wir müssen jetzt durch die Passkontrolle. In Hongkong haben die schon nach dem Pass geguckt. Visa. Also ich wurde wieder aufgehalten, wie immer Standard. Die haben mich gefragt in einem Zimmer, wo ich bleiben werde hier in Macau, wie lange ich bleiben werde, was ich nach Macau machen werde, von wo ich komme, alles mögliche. Hotel haben wir schon gebucht. Ist ein bisschen weit entfernt von hier. Macau ist an sich natürlich klein, halb so groß wie Bremen. Monatszahl ist um die 600.000. Macau ist der am dichtesten. Macau ist der am dichtesten bediesen. Zungenbrecher, ich schwöre. Am dichtesten. Trink mal Wasser. Macau ist der am dichtesten. Bruder, ich schwöre, ich kann das nicht sagen. Ist der am dichtesten. Macau ist der am dichtesten besiedelte Ort der Welt. Wir werden jetzt ein Casino-Shuttle nehmen. Hier gibt es nur Casinos. Macau macht 7-fach mehr Umsatz als Las Vegas. Und ja, ich freue mich schon drauf. Eigentlich kann man hier nur Glücksspiele spielen, aber mal gucken, vielleicht machen wir das auch. Das ist eine andere Sache. Aber an sich ist ja Macau vor 20 Jahren noch eine portugiesische Kolonie gewesen. Wir sind hier ausgestiegen, das ist das größte Casino-Hotel der Welt. Wir laufen jetzt zu unserem Hotel. Ich glaube, das ist hier irgendwo. Wir haben hier auch kein Internet. Google Maps funktioniert auch nicht. Kennt ihr den noch? Tim Ho Wan. Das war dies ein Restaurant gewesen, wo wir an dem ersten Tag gegessen haben. Willst du nochmal? Auf gar keinen Fall. Wir haben gerade eingecheckt. Was heißt eingecheckt? Wir dürfen erst um 15 Uhr in unser Zimmer rein. Aber haben schon mal eingecheckt. Wir werden jetzt was essen, wir haben gar nichts gegessen. Nur Gott weiß, was das ist. Was ist so eklig? Oder Blätter. Brennnessel. Runde 2. Das hat mir gar nicht geschmeckt, um ehrlich zu sein. Da ist irgendwas drin, ich glaube, keine Ahnung, Petersilie ist das nicht. Das ändert so krass den Geschmack. Ich habe gerade auf jeden Fall Gänsehaut gekriegt. Germany Flag, no, Germany. Nee, Germany. Heimatgefühl. Nachbarland. Wir haben ein Upgrade bekommen. Unser Zimmer war nicht fertig, deswegen haben wir die Suite hier bekommen. Soll eine Suite sein. Aber Toilette, Fernseher, geil. Ich muss mit dir ein Bett teilen. Scheiße, ja. Dusche. Ah, noch eine Toilette. Wir können ja gleichzeitig beide zusammen auf die Toilette. Oh, Baustelle. Mhm. Wir haben bezahlt fürs Hotel 84 Euro die Nacht. Wir werden hier nur eine Nacht verbringen in Macau. Morgen geht's nämlich ab nach Tokio. Da freuen wir uns am meisten drauf, ne? Highlight des Jahres. 84 Euro eine Nacht insgesamt, also durch zwei. Der Wald bezahlt ein bisschen mehr, weil ich das alles arrangiert habe. Wir gehen jetzt hier schwimmen. YouTube. Angeblich ist dieser eine Pool hier. Ah, da ist das. Ja. Wow, geil. Wir waren die ganze Zeit danach am Suchen. Warte doch.
Geil. Na, hast du Geld verballert? Nein. Wir wollten kurz zu Meckes. Wir mussten durchs Casino durch. Wir sind auch so reingegangen. Mit Handtuch auch noch. Wie viel Geld hast du verballert? Wir wollten nur durch, ne? Ich schwöre. 20 Euro. Also. 20 Euro. Ich glaube, der Junge guckt ganz Zeit Chinesisch. Ist das dein Ernst? Was guckst du die ganze Zeit? Boah, die bauen einen neuen Terminal in Hongkong. 10 Chicken Wings. Aber es ist kein Chicken, Katze oder so. Komm, geht man duschen, schläft er schon ein. Warum steh ich auf? Hörst du deinen Wecker nicht? Du schläfst seit einer Stunde fast, ne? Egal mit wem ich in den Urlaub fliege. Der schläft auf jeden Fall ein. Keine Ahnung, ob das mit mir was zu tun hat. Der Junge ist wieder am Schlafen. Komm, steh auf. Wir gehen zum Casino und mach dich fertig. La, 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 wait till I give my money right. I had a dream, I could buy my way to heaven. When I woke, I smit that on a necklace. Das ist mein Limit. 100 Euro. Mehr werde ich nicht verzocken. Ich bin eigentlich einer, der gar nicht zockt, aber... Wenn wir schon in Marco sind, was passiert in Marco, bleibt in Marco. Meinst du? Ja. Ich habe einfach auf Null gesetzt, Null ist gekommen. Wir waren hier drinnen. Sieht schon krass aus. Ich habe 100 Hongkong Dollar verballert, der Wallet hat 200 verballert. Von 800 Dollar habe ich nur 100 Dollar ausgegeben, beziehungsweise verballert. Also ich habe noch 700 Dollar zur Verfügung. Und wir haben gerade mal 11:30. Die Nacht ist jung. Was machst du? Ich glaube, das dreht sich weiter. Weitere 300 Dollar verloren. Ganz ehrlich, ich habe auch Glück. Ich setze zum Beispiel 100 Dollar ein und habe manchmal um die 1000 Dollar. Aber ich spiele einfach weiter. Ich spiele einfach 200. Nein, ja doch, 100 Dollar. Mit 100 Dollar spiele ich einfach eine Stunde, zwei Stunden. Wir können nicht alles aufnehmen, das ist scheiße. Beziehungsweise wir können gar nichts aufnehmen. Ich habe trotzdem versucht, ein paar Videos aufzunehmen. Ich versuche das jetzt nochmal. Wir gehen jetzt zum weltgrößten Casino-Hotel. Also das ist das größte Casino-Hotel der Welt. Und ja, das ist das Eiffelturm. Also das ist das Original in Paris, das ist Fake. Okay. So, Casino Nummer 3. Da dürfen wir nicht aufnehmen. Ja, leider. Aber wir werden euch davon berichten. Auf jeden Fall. Bei dir läuft, ja. Ja, ja, das geht. Heimlich aufnehmen. Tage. Heimlich aufnehmen. Ins Vorkommen. Ah! 2000 Hongkong-Dollar. Ich habe 9 Runden lang hintereinander auf die Null getippt. 50 Dollar auf die Null, das 36-fache. Zeig mal das Geld. Ja, 2000 Tacken. Und? Wo sind die 2000 Dollar hin? Nicht mehr so gut. Hier ist einfach ein Kanal. Hier fahren Gondeln. Das in diesem einen Casino-Hotel drin, wo wir halt zuletzt waren. Schmeiß rein, warte, gib mir auch eine Münze. Nein. Das für alle Kollegen aus Deutschland. Ich hoffe, das bringt euch Glück, denn wir hatten heute kein Glück. Das für meine Ex. Das für die andere. Und mein Armband ins Wasser gefallen. Geile Nacht gewesen. Ich habe, wie gesagt, nur die 100 Euro ausgegeben. Ich hatte insgesamt 840 Hongkong-Dollar zur Verfügung. Ich sage Hongkong-Dollar, weil man kann hier nur mit Hongkong-Dollar spielen, obwohl die eine eigene Währung haben hier in Macau. Und ja, ich habe mich, wie gesagt, an mein Limit gehalten. Wir haben ja auf diese 100 Euro drauf geschissen, sage ich mal jetzt. Das heißt für uns im Prinzip, wir haben nur 100 Euro verloren, die wir eh verlieren wollten. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir sind seit 4 Stunden am Zocken. Und ja, reicht aber für heute. Wir haben ne? gelacht, wir haben so lustig gemacht. Ja, Mann.
Der hat so geschrien gerade, wo der die Null getroffen hat. Ja, Mann. Das war schon krass. Jeder hat uns angeguckt. Das war Casino Live, Macau. Wir gehen jetzt. Wir haben 3 Uhr. Komm. Morgen geht's nach Tokio. Jetzt haben wir kein Taxigeld mehr. Wir müssen laufen. Wir haben eigentlich Hunger. Miese Zeiten. So, guten Morgen, Macau. Guten Morgen, Walid. Du siehst voll fit aus. Wo sind deine 2000 Hongkong-Dollar? 2000 Dollar verzockt. Weil wir fliegen in, wie viel Stunden, 8 Stunden von Hongkong ab. Flughafen von Hongkong ist eine Stunde von hier entfernt. Wir suchen auch die Sehenswürdigkeiten hier in Macau noch zu sehen, damit wir was von Macau haben, weil wir haben nur von den Casinos was gehabt, um ehrlich zu sein. Also von Macau an sich haben wir bis jetzt noch gar nichts gesehen. Und im Endeffekt hat man von den Casinos auch nichts. Macau besteht aus zwei Inseln, das ist die eine Seite. Auf der Seite ist unser Hotel, hier waren wir gestern. Hier am Strip, hier sind die ganzen Casinos. Beziehungsweise hier gibt es überall Casinos, aber das sind die größten. Das ist die andere Seite, da wo das Ferry Terminal ist. Und hier sind die ganzen Sehenswürdigkeiten. Aber gezockt wird heute nicht mehr. Ne? Welches Geld? Und das Krasse ist, die Seite gehört einfach zu China komplett. Hier ist ein Fluss, direkt neben unserem Hotel ist so ein Fluss. Die Seite ist komplett Chinas Territorium und die Seite Macau. Krass, ne? Da kannst du rüber spucken. Hier gibt es 30 Casinos. So, Macau wird auch Asiens Las Vegas genannt. Wobei Macau eigentlich schon Las Vegas überholt hat. Vor 20 Jahren hat Macau noch Portugal gehört. Also das war eine portugiesische Kolonie gewesen, Macau. Seit 20 Jahren gehört Macau offiziell zu China. Aber ist natürlich ein eigenes Land mit eigenen Regeln, eigener Währung. Halt komplett eigentlich eigenständig. Ich glaube, wir sind hier gerade im Herzen von Macau. MGM, Wynn, Grand Lisboa. Das soll ein Casino-Hotel sein. Wie geil das einfach ist. Da hinten ist das Macau Tower. Vom Macau Tower aus kann man Bungee springen. Das ist der höchste Punkt, wo man Bungee springen kann. Also weltweit 233 Meter, glaube ich. Ich schwöre, ich habe mich voll gefreut, als ich das hier gesehen habe. Wir haben nichts zum Frühstück. Ich fühle mich nicht. Wir haben so Hunger. Ne? Wir haben das Fleisch von denen geholt. Triple Cheese Börek. Das ist hier die berühmteste Sehenswürdigkeit. Das ist eine Kirche, aber da ist nur die Vorderwand. Was haben die mit dem Rest von der Kirche gemacht? Keine Ahnung, was sie mit dem Rest von der Kirche gemacht haben. Aber da ist nur die Vorderwand. So viel weiß ich auch nicht über Macau. Ich gebe nur das weiter, was ich selber höre, lese. Weil wir sind real. Hä? Real. Wir sind real. Wir sind real, wir schwätzen nicht. Aber ich habe gehört, dass eine Atombombe explodiert. Wir schauen jetzt mal zu, dass wir einen Tempel wenigstens sehen. Einen Tempel gibt es hier auch, einen bekannten. Dann heißt es für uns auch langsam ab nach Hongkong zum Flughafen. So, wir sind wieder zurück in Hongkong. Wir fahren jetzt zum Flughafen, haben wir leider zeitlich nicht geschafft. Wir haben die Zeit voll unterschätzt. Wir sind jetzt mit dem Bus von Macau aus nach Hongkong gekommen. Wir sind über die längste Brücke der Welt gefahren. Ich glaube, die Brücke ist irgendwie 60 Kilometer lang. Die haben das auch vor kurzem erst eröffnet. Willst du was zu Macau sagen? Hat dir gefallen? Macau hat mir zwar gefallen. Wie ihr wisst, war das für mich nicht so wirklich Casino-mäßig auf jeden Fall. Macau ist eigentlich nur da, um halt zu zocken. Außer Glücksspiel gibt es eigentlich, also die Stadt hat, beziehungsweise das Land hat nichts zu bieten, außer Glücksspiele halt. Das war's von uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir fliegen jetzt nach Tokio. Wir sehen uns in Tokio.